Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und zu unserem allerersten Gun-Projekt. Beim letzten Video zum K98K habt ihr schon gesehen, dass ich das Teil beim Waffenhof gekauft habe. Wir waren auch schon kurz schießen und ja, mittlerweile ist einiges passiert und deswegen will ich euch heute einfach mal ein bisschen was zu dem Gewehr noch erklären, das Projekt einfach ein bisschen vorstellen und ja, euch auch ein paar Sachen noch zum Zustand von diesem Schmuckstück hier einfach zeigen. Vielleicht noch ganz kurz, ich habe früher schon für Freunde, Bekannte und so weiter ein paar Waffen restauriert und wieder hergerichtet. Meistens waren es alte Jagdwaffen und ja, da habe ich einfach so ein bisschen diese Liebe für diese alten Waffen irgendwo entwickelt. Und bei diesem ersten, meinem ersten privaten Projekt, ja, möchte ich euch da natürlich auch ein bisschen einfach mitnehmen und euch daran teilhaben lassen, weil natürlich nicht jeder heutzutage eine Waffe besitzen kann. Wir haben ein K98K, vielleicht ein bisschen zur geschichtlichen Einordnung. Im Ersten Weltkrieg hatte das Kaiserreich damals noch das Gewehr 98 als die Ordnanzwaffe. In der Zwischenkriegszeit hat man dann gemerkt, okay, wir brauchen da ein etwas kürzeres Gewehr und wir brauchen eine leistungsstärkere Patrone. Und das Ergebnis war dann das K98K. Wir haben hier also einen gekürzten Lauf im Vergleich zu seinem Vorgänger. Noch ein paar andere Veränderungen, ja, geringerer Natur, anderes Visier und so weiter. Und haben eben da auch die leistungsstärkere Patrone, denn dieses Gewehr verschießt das Kaliber 8x57 IS oder 7,92x57. Das hier ist eine Patrone eines G36, eines M4, also die heutigen modernen Karabiner. Und ja, im Kaliber 2:3 oder 5,56x45. It's a phenomenal run for knocking people down. Yeah. Das hier ist die 8x57 IS oder 7,92x57. Also wir haben hier einen deutlichen Unterschied, einen deutlichen Größenunterschied und das macht dieses Gewehr für mich natürlich auch sehr spaßig zum Schießen, weil man spürt das auf jeden Fall und man spürt diese krasse Geschossenergie. War natürlich deutlich überdimensioniert zu seiner Zeit. Das kam einfach daher, dass die Wehrmacht damals gesagt hat, okay, wir nehmen die gleiche Patrone als ja, Patrone für das Gewehr und für die Maschinengewehre, einfach um die Logistik zu erleichtern. Später ist man ja dann auf die 8mm kurz beim STG 44 gegangen und heute haben eben alle modernen Infanteriewaffen kleinere Kaliber wie eben 5,56 mm. Das nur ganz kurz zum Kaliber. Was das Gewehr ansonsten noch besonders macht, ist eben ja generell mal das Mausersystem. Das Mausersystem ist ein sehr stabiles System, das heißt, ich kann hier Patronen mit einer sehr starken Ladung verwenden, weil es sehr druckresistent ist. Wenn man sich den Verschluss anschaut, ist das ein sehr sicherer Verschluss, ein sehr sicheres, hoppala, System. Das heißt, wir haben einmal hier auf dieser Seite, sieht man das, zwei Verschlusswarzen nennt man das Ganze, also die praktisch den Verschluss im Patronenlager verriegeln. Wir haben hinten sogar noch eine dritte Sicherungswarze. Wir haben hier unten auch zwei Gasentlastungsbohrungen, also wenn eine zu stark geladene Patrone im Patronenlager explodiert und das Ganze eben ja zu stark für die Waffe ist, explodiert praktisch die Waffe nicht im Schützen vom Gesicht und macht ihn blind oder ja, lässt ihn sonst wegen schwer verwundet zurück, sondern der Gasdruck, der überschüssige wäre, kann in den Magazinkasten entweichen. Wir haben hier, wie ihr auch seht, einen sehr, sehr dicken Zuführer. Das macht dieses System ja auch irgendwo besonders. Und wir sprechen hier immer beim Mausersystem von einer geführten Zuführung. Also wenn wir jetzt hier mal zwei Pufferpatronen in das Gewehr laden, man kann es natürlich auch mit Ladestreifen machen, wir machen es einfach mal ganz normal, dann schnappt sich der Auszieher beim Zuführen der Patrone die Patrone vorher schon und führt sie praktisch geführt zu. Das heißt, ich habe weniger die Gefahr, dass die Patrone irgendwie rausfliegt oder dass ich eine Ladehemmung habe. War also ein sehr, sehr cooles System. Ihr seht, die Patrone wird geführt, zugeführt und geführt wieder ausgezogen. Ja, das war eben das 98er System. Ich habe dabei einen Nachteil. Das heißt, wenn ich jetzt Patronen einzeln laden will, wie bei modernen Scharfschützengewehren, wie man das oft in Filmen sieht, also der Schütze zieht den Verschluss zurück, setzt eine Patrone ein und führt den Verschluss nach vorne. Das kann ich hier bei diesem Stück nicht machen. Also ich kann es machen, aber riskiere, dass ich meinen Auszieher eben zerstöre. Und das gilt es natürlich tunlichst zu vermeiden. Der Abzug ist eigentlich vollkommen in Ordnung für ein so altes Gewehr. Wenn man es jetzt vergleicht mit einem K31, das K31 hat so meiner Meinung nach den besten Abzug aller Ordnanzgewehre, dann ist es natürlich schlechter als das, das ist ganz klar. Trotzdem, also wenn ihr das mal vielleicht anschaut, wir haben erst einen Weg und dann in den Druckpunkt und dann kann ich den noch langsam ziehen und dann bricht er doch relativ klar. Vielleicht nochmal näher am Mikrofon, ASMR. Ich habe diesen Anfangsweg und dann bricht er. Ist also, finde ich jetzt persönlich, ein vollkommen funktionaler Verschluss, funktionaler Abzug, aber ist jetzt nicht der beste Ordnanzgewehrabzug am Markt, den es so gibt aus dieser Zeit. Wir haben hier noch klassisch fürs Mausersystem diese Flügelsicherung, so ist entsichert, oder so ist die Waffe gesichert, aber ich kann den Verschluss sehr leicht bewegen, also das ist wirklich eine coole Stellung.
und die Waffe ist trotzdem gesichert und wenn ich die Sicherung nach rechts bewege, ist die Waffe gänzlich gesichert und ich kann auch den Verschluss nicht heben. Klassische Mauser-Flügelsicherung. So viel also mal ein bisschen zum Gewehr. Dieses Gewehr ist jetzt von Sauer und Sohn 1942 gefertigt worden. 1942, ja, kann man als Höhepunkt oder auch als Wendepunkt des Krieges bezeichnen. Wir haben hier aber noch nur gefräste Teile an diesem Gewehr und das war mir irgendwie wichtig, weil ich wollte jetzt keine gestanzten oder Blechprägeteile eben haben. Ja, wie ist die Waffe generell vom Zustand? Wir haben hier einen Schichtholzschaft. Die früheren waren aus Walnuss, das war nicht nur zu teuer, sondern auch nicht stabil genug. Und wir haben hier noch die frühe Version der Schaftkappe. Die späteren Modelle hatten dann schon diese Schuhschaftkappe. Wir haben hier noch die klassische, finde ich, ja, fast ein bisschen schöner, wobei die sich nicht viel nehmen. Und der Schaft ist eigentlich in noch relativ gutem Zustand, obwohl wir natürlich ein paar Holzabsplitterungen haben, hier zum Beispiel, wenn ihr das sehen könnt. Genau, aber ansonsten ist der relativ in gutem Zustand, der ist aber sehr schmierig. Also ich habe den schon ein bisschen geputzt, der muss ich aber trotzdem nochmal ran, wenn wir das Gewehr dann instand setzen oder halt noch ein bisschen eben schön, schick und schön machen, weil das wird ja nämlich das Ziel dieses Projekts sein. Aber im Großen und Ganzen, der Schaft ist im sehr guten Zustand. Trotzdem fehlen einige Schrauben. Wir haben hier die Visierschraube, die fehlt und wir haben unten zwei Sicherungsschrauben, die fehlen. Ist aber relativ typisch für Gewehre aus dieser Zeit und behindert das Gewehr jetzt nicht in ihrer Funktion großartig. Ich habe, nachdem wir das Gewehr geschossen haben, dieses Gewehr mal grundsätzlich auseinandergebaut. Also nicht alles, also fast alles und vor allem den Verschluss und habe den Verschluss auch mal gereinigt. Wir haben einen leichten Rostbefall am Schlagbolzen, den gilt es natürlich zu entfernen. Und wir haben auf diesen Hülsen hier auch leichten Rostbefall, den werde ich natürlich auch noch dementsprechend entfernen bei der Restaurierung oder Instandsetzung dieses Gewehrs dann wieder. Wir haben vorne natürlich die Bajonettwarze, uns fehlt aber tatsächlich der Putzstock, den werde ich natürlich noch nachträglich erwerben, genauso wie vorne der Kornschutz fehlt. Also die K98 hatten ja die Möglichkeit, ab einem gewissen Baujahr eben diesen Kornschutz zu montieren. Manche haben den abgebaut, manche nicht. Den werde ich dementsprechend auch noch nachkaufen, habe ich mittlerweile schon bestellt. So viel also mal zum Gewehr. Und was werden wir jetzt machen? Ich werde nicht eine Komplettrestaurierung dieses Stücks eben machen. Momentan finde ich eben diese Haptik von diesem alten Gewehr einfach zu schön, um das zu zerstören. Das heißt, ich werde das natürlich wieder alles ordentlich putzen. Das gehört doch alles ordentlich geputzt und dann neu gefettet. Die Teile gehören entrostet. Das werde ich auch noch machen. Dann werden die fehlenden Teile natürlich ergänzt werden. Und der Lauf, der ist mittlerweile schon gereinigt. Ich habe noch nie in meinem Leben einen so schmutzigen Gewehrlauf gesehen wie bei diesem Gewehr. Ich habe das stundenlang geputzt. Also ich will nicht wissen, wie viel da geschossen wurde. Und mittlerweile ist der wieder in einem sehr, sehr sauberen Zustand. Jetzt sieht man auch, dass die Züge und Felder eigentlich noch sehr, sehr gut erhalten sind bei dem Gewehr. Also das hat mich sehr gefreut. Der Putzstock wird noch kommen, der Kornschutz, der Korntunnel. Und dann wird natürlich auch der Riemen neu instand gesetzt. Ich habe zu dem Gewehr einen originalen Wehrmachtsriemen noch erworben. Und das Leder, wenn man daran riecht, ich wünschte, ich könnte das ein bisschen vermitteln. Es riecht einfach so richtig nach altem Leder. Es ist ein herrlicher Geruch einfach. Freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn das alles gemacht ist, dann wird dieses Gewehr natürlich auch wieder an den Schießstand gebracht. Und dann werden wir da natürlich auch wieder ein bisschen schießen, weil dieses Gewehr habe ich nicht gekauft, dass es im Schrank liegt, sondern dass es wirklich geschossen werden kann. Ich hoffe, das klärt ein bisschen auf, was ich mit diesem Gewehr so ein bisschen vorhabe. Ich hoffe, ich konnte euch auch meine Begeisterung für diese Waffe ein bisschen vermitteln, weil ich frage mich immer, was haben diese Waffen erlebt, wo sind die eingesetzt worden? Das finde ich einfach immer sehr, sehr spannend. Und allein die Haptik, die Optik und natürlich auch einfach der Geruch von diesen Waffen ist einfach komplett genial. Natürlich mag ich auch moderne Waffen, gerade fürs sportliche Schießen, aber das ist irgendwie unschlagbar für mich. Ja Leute, das war's auch schon zu diesem Projekt. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Teilt ihr da meine Begeisterung für diese alten Ordnanzgewehre oder könnt ihr damit jetzt eher weniger anfangen und feiert eher so moderne Waffen? Würdet ihr euch ein Bajonett kaufen? Ja oder nein? Was würdet ihr vielleicht anders machen bei der Restaurierung? Würdet ihr das neu prünieren oder nicht? Ja, würdet ihr den Schaft abschleifen oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt drauf, was eure Meinung dazu ist. Ansonsten hoffe ich einfach, dass euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.